Once more, kleines Match von mir, mit mir. Diesmal mit dem Beast auf Tier 1, dem LOL-Traktor. Habe ich mir Just for Fun wieder gekauft, weil es immer wieder bekannte Spieler, Kumpels aus dem Game fragen, ob man nicht noch eine Runde LOL-Traktor fahren kann. Und ich habe ihn einfach nicht mehr gehabt. Von dem habe ich mir gekauft und das war dann ein Match, wo ich an sich nur Crew skillen wollte, mit nettem Ausgang. Wie man hier sehen kann, 78% Gewinnchance. Sehr, sehr viele neue Spieler. Die Gewinnchance würde ich mal in Frage stellen, durch das, dass die Spieler, die bei mir im Team weiß sind, noch so wenig Gefechte haben, dass XVM noch nicht mal ihre Stats erfasst hat. Also von dem her, großes Fragezeichen über die Windchance, aber in Low Tier ist die Windchance sowieso immer sehr fraglich. In High Tier ist die schon deutlich aussagekräftiger, aber im Low Tier kann man die, sag ich mal, bis Tier 5, Tier 6 kann man die Windchance durchaus noch biegen. So, ich fahre hier in den Busch und schnapp mir direkt den T1. Das ist nebenbei das Unicom im Gegnerteam, also der beste Spieler. Gebe hier noch einige Blindschüsse ab. Aber nachdem ich die Geschosse hier durchfliegen sehe, weiß ich ganz genau, der steht nicht mehr da. Da haben wir noch ein geschenktes Ziel. First Kill. Allerdings nicht im Match, also. So, dann haben wir hier das nächste. Und da fängt es wieder an. Der Troll-Traktor. Sorry, LOL-Traktor. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Aber mit Glück den zweiten Abschuss geschafft. Die Crew auf meinem Leichttraktor ist noch extrem beschissen geskillt, also die haben noch nicht mal ihre 100% voll. Von dem her hoffe ich mal inständig, dass diese mordsmäßige Streuung noch ein bisschen nachlässt. Next Target gespottet, allerdings kaum realisierbar für mich. Dafür haben wir hier den Leichttraktor. Und der steht hier so bequem. Muss sogar noch gebrannt haben, also. ...296 sichtbaren Damage bis jetzt. Einmal rund um sich betrieben. Nächste Ziel stoppt natürlich wie erwartet hinter dem Panzerwrack, aber kommt dann doch noch raus. Der ging voll durch ihre Panzerung. Erwischt. Vierter Kill. Das war der Unicom-Spieler aus dem Gegnerteam. Kettentreffer. Der Schuss müsste sogar noch getroffen haben. Fünfte Kill. Kommt der MS1. V1
von vorne beschossen worden. Ich weiß aber nicht, wer das war, weil der Beschuss auch nicht mehr fortgesetzt wurde. Ist mir hier also an der Stelle überhaupt nicht klar, wer das gewesen sein könnte. Und da kommt sie wieder, die Trollkanone vom LOL-Traktor. Hier länger eingezielt, auch nichts gebracht. Der sechste Abschuss, der Krieger hier mit 556 sichtbaren Damage. Drei Gegner im Gegnerteam verbleiben. Und ich entschließe mich jetzt auch dazu, die Position zu wechseln. Die Last Spotted Positions habe ich mir beim XVM auf den Minimaps eingeschaltet. Das ist ein Wert, den man da verändern muss. Und kann somit nachvollziehen, wo sich der Gegner befindet. Und gleich den MS1 beglücken hier. Der nächste LOL-Traktor in Querfahrt, gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet, beziehungsweise in Querstand vielmehr. Wir haben sie. 8 Kills. Es verbleibt der Renault FT. Wo ich mir jetzt eigentlich nur noch wenig Chancen darauf ausrechne, da noch Schaden landen zu können, weil die Verbündeten einfach schon zu weit vorne sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Kartoffelkanone, die hier auf dem Leichttraktor drauf ist, noch treffen würde. Ja, und damit hat sich's erledigt. Der Gegner befindet sich von meiner Position aus hinter einem Felsen. Kann ich also nicht beschießen. Und das Match ist gewonnen. Dann kommen wir mal zu den Gefechtsstatistiken bzw. zum Kampfbericht. So, und das wäre dieses hier. Da haben wir einen Panzer als Krieger. 19.830 Credits im Teamscore nach Erfahrung sortiert, haben wir 1.041 Erfahrung bekommen ohne Premium, ohne Double, also ein richtig guter Wert. 785 ausgeteilten Schaden, nicht zu verachten. Im Detailed Report kann man sehen, 45 Mal geschossen, 26 Treffer, 25 Durchschläge. Zwei Treffer erhalten, einer ging durch, also ich weiß nicht genau, wer mich da beschossen hat, das konnte ich jetzt, kann man leider auch nicht mehr nachvollziehen. Potenziell erhaltener Schaden ist 24, da nur einer durchging, war es natürlich nur 12, ich glaube 12 oder 13. Hab 7 Gegner aufgeklärt, 9 Gegner beschädigt, 8 Gegner zerstört, 182 Spotting Damage noch zusätzlich gemacht. Da das der LOL-Traktor ist, 19.830 Silber. Reparaturkosten, Munitionskosten gibt es in dem Setup, wie ich in den fahre, nicht. Das heißt, ich glaube, nur wenn man die automatischen Kanonen fährt, dann muss man Reparaturkosten bezahlen. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Also ich fahre ihn ja, wie gesagt, mit der Stockgun. Und in diesem Sinne kommt dann also ein Reingewinner aus 19.830, knapp 20.000, sage ich mal. So, das war's Panzer also auf dem LOL-Traktor. Unerwartet kam's, aber da sage ich auch nicht nein dazu. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Spielen. Wenn es gefallen hat, einfach gefällt mir drücken, Kanal abonnieren.
und viel Spaß beim Zocken euch.